der neuen Challenge. Die fünfte Challenge fängt jetzt an. Ich bin so aufgeregt. Es wird großartig. Also starten wieder neue 30 Tage. Yay! Yay! Ja, schon ein bisschen in Einsatz. Es ist schon richtig dunkel. Oh, endlich fertig. Und jetzt der erste Challenge-Tag. Feierlich. Ich wollte gerade schon 30 hinschreiben. Aber sind 45. Ach ja. Yes, 45. Jackpot. 500 Kalorien. So. Kreuzchen. Der 9. Oh, schön. Heute Mittwoch. 45 Minuten und... Moment, wie viel waren das jetzt? 462 Kalorien, hallo, bisschen wenig, oder? Ah. Der 10. 45. Ach ja, und, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die Woche ist bald vorbei. Ich kann es kaum glauben. Oh mein Gott, und wie viele sind es heute? Heute sind es 512 Kalorien. Ja, okay, heute bin ich anscheinend schnell genug gelaufen. Oh, es fühlt sich heute so ein bisschen an wie, ich würde gerade sagen, Wochenende, aber es ist ja gar kein Wochenende. Es ist ja erst Mittwoch und ja, noch morgen und dann Wochenende. Juhu! Ich muss noch meine Bodenübungen hier machen. Heute bin ich ein bisschen später dran. Sorry, bin ein bisschen verschwitzt, aber weil ich heute etwas ganz Besonderes vorbereitet habe, ja, mein Kanal-Trailer ist fertig. Oh mein Gott! Der ist hochgeladen und am Samstag wird er veröffentlicht. Ich bin super aufgeregt. Ja, wir haben sehr viel Mühe reingesteckt und ja, ich freue mich total. Aber jetzt mache ich erstmal meine Bodenübungen, dann geht's unter die Dusche und ja, dann ins Bett und dann ist ja schon morgen Freitag. Jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst und meinen Einsatz verpasst. Ah, 500. Ja, und schon wieder ist ein Tag vorbei. Ein Tag ist vorbei. Juhu. Ja, noch 2 Tage, dann ist die Woche rum. Mann, 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 geht das schnell. Wow, Samstag, der 13. Super. Yes. Und 408. Es ist zwar heute jetzt noch nicht so spät, aber es ist bei uns zappenduster, so schlechtes Wetter leider. Und total schwül. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ich habe auch keinen Bock heute. Egal, man muss einfach draufsteigen und das machen. Und somit habe ich jetzt eine Woche voll. Oh mein Gott, wie schön. Und das ist jetzt die 4. Woche, oder? Die 4. Woche mit 45 Minuten. Na, wenn das mal kein Fortschritt ist. Wieder Musik gehört und den Einsatz verpasst. 45. Ja. Super. So, der feierliche Moment. Die erste Woche. Nein, das erste Kreuzchen. In einer weiteren Woche. Darf jetzt gesetzt werden. Juhu. Heute ein bisschen spät, aber dafür... durch. Oh, 45 Minuten und Tag 2 ist schon durch. Ich freue mich. Schon wieder den Einsatz verpasst. Und wie viele sind es heute? 530. Oh, schon Mitte der Woche. So, geschafft. Yay! Woohoo! Okay, Entschuldigung, nicht so laut schreien. Ist es denn weit? Bin ich bereit? Ach, war das schön. So, wieder ein Kreuzchen. Ja, nur noch 3 Tage bis Ende der Woche. Also ich hangel mich immer einfach von Tag zu Tag bis Ende der Woche. Und dann halt immer wieder weiter. Funktioniert mega. Yay. Na toll. Jetzt wird es bestimmt gleich wieder über 45 sein. Ich gehe heute hier kaputt. Es ist so warm. Aber egal, auch heute muss es mal gemacht. Ich habe ja gestern nichts gemacht, mal ausnahmsweise. Und
Hat's was gebracht, ein bisschen. Ich habe ja gestern nichts gemacht, weil ich war tatsächlich ein bisschen überfordert mit meinem Joggen. Das war echt hart. Also morgens und abends. Hier bin ich auch schon morgens gejoggt und dann nochmal am nächsten Tag und dann dachte ich so, ich konnte irgendwie nicht mehr. Ja, daran sieht man einfach, dass man auch Joggen auf der Straße einfach üben muss. Aber ja, ich habe ja gesagt, ich nehme mir mal so ein paar Tage, wo ich dann halt nichts mache. Zum Beispiel, das letzte Mal war hier vor 3 Wochen. Ist für mich okay. Und ja, morgen noch und dann ist auch die Woche wieder rum. Und der Sonntag, obwohl es wirklich heute schwer war, sich zu überwinden. Ja, weil es wieder so warm ist, ne, draußen. Aber und heute darf ich jetzt auch ein Kreuzchen machen. Ich habe gerade meine Bodenübungen gemacht, deswegen hätte ich es jetzt fein. Ich verplapper mich hier. Hätte ich es beinahe vergessen. Ja, die Woche ist durch. Wahnsinn. Hey! Oh, jetzt hat sie wieder angefangen. Okay, komm, die trete ich nochmal die paar Sekunden. 20 und jetzt 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Yes. 521, naja, geht, ne? Jetzt hätte ich beinahe vergessen, Kreuzchen zu machen bei der neuen Woche. Ich habe meine Bodentonübungen eben noch gemacht. Ich muss ein bisschen Gas geben, ich möchte heute Fernsehen gucken. Aber natürlich auch wieder geschafft. Neue Woche, neues Glück. Mal gucken, ob wir es diesmal durchziehen. Den Einsatz verpasst. Eigentlich können die 60 Minuten laufen, aber egal, heute nicht. Ich denke mal, bei der nächsten Challenge, wenn die anfängt, werde ich erhöhen. Aber ja. Juhu! Und 517. Und heute der Dienstag. Ah, klitzekleines Kreuzchen. Ja, ich denke, hier ist die Challenge vorbei. Das bedeutet noch diese Woche, übernächste, also nächste Woche und dann die 2 Tage. Und dann denke ich, man muss sich auf 60 Minuten erhöhen, weil es mir halt jetzt immer öfters passiert, dass ich nun mal einfach weiterlaufe nach den 45 Minuten. Ach ja, krass, oder? Auch trotz Hitze. Es war wirklich schwer, weil es halt so heiß ist draußen. Aber ich habe es gleich geschafft. Ich bin voll fertig. Na komm schon. Yay! Großartig. Es ist wirklich heftig, aber heute war so 30 Grad, 29, 30 Grad, keine Ahnung. Draußen, es war so schlimm. Und so viel trinken konnte ich gar nicht, wie viel Durst ich hatte. Aber egal, heute durfte ich dann wieder ein Kreuzchen machen. Ja, ich bin stolz. Super, Freitag geschafft. Ach, was bin ich froh. Gestern ging es leider nicht. Also nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil das Gerät hier im Schlafzimmer steht und ich nicht laufen konnte, weil mein Mann leider etwas krank war gestern. Und ja, ich habe aber dafür ganz viele Bodenübungen gemacht und Workouts, quasi unten im Wohnzimmer. Ja, auf ein, ja, so, ne, YouTube-Workouts. Ja, weiß ich nicht, ist jetzt ja, ungewollt. Keine Ahnung, ob ich mir dafür irgendwie was geben darf. Ja, Ja, weiß ich nicht. Ich muss mir eine Lösung überlegen. Also ich habe ja nicht nichts gemacht, ne? Ich habe ja schon etwas gemacht, aber es war halt nicht Crosstrainer laufen, es war halt Bodensport. Und ja, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt heute hier mein Kreuzchen. Morgen und übermorgen mache ich das natürlich weiter. Bodensport. 45 Minuten. Und dann geht es draußen ab auf die Matte, damit ich heute auch etwas essen kann. Ja. Oder sagen wir es mal anders, damit man den Blutzucker runterkriegt. Aber
Mache ich mal. Natürlich habe ich vor, ja, heute Abend noch mal zu laufen. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich dann heute Abend laufen sollte, dann tue ich dann hier noch mal ein Kreuzchen machen. Aber ja, wenn nicht, dann habe ich dann halt trotzdem am Samstag ein. Eine Runde hier. Auch am Sonntag darf natürlich das Workout nicht fehlen, logischerweise. Und es ist durch. Juhu. So. Das war's jetzt hier auf der Kirmes in meinem Schlafzimmer. Ja, wunderbar. Jetzt ist die Woche voll. Ich habe es leider nicht geschafft. Tut mir furchtbar leid. Also, das konnte ich nicht wirklich nachholen, obwohl ich ja zugeben muss, ich hatte ja da noch extra Tonübungen gemacht. Das heißt also, dieser Tag ist eigentlich nicht ganz verloren. Aber egal. Ja, die Woche ist jetzt rum und es startet die vorletzte, also die letzte Woche, genau. Eine Woche habe ich noch bis zum Ende der Challenge und dann noch 2 Tage. Und am 7.7. ist dann auch schon wieder die Challenge rum. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Irgendwie in den letzten paar Tagen ist es so, dass ja, ich irgendwie bei den letzten Sekunden noch mal richtig treten muss hier. Aber es müsste eigentlich schon durchgelaufen sein. Yay! Heute war nicht ganz so schlimm. Gott sei Dank ein bisschen kälter bei uns. Aber ich darf. Oh mein Gott, es ist der Montag. Es ist ein Montag. Wie schön. Ein Kreuzchen. Ich nehme mir mal heute heraus, nur 20 Minuten zu laufen. 20 ist besser als gar nichts, aber boah, heute geht's einfach nicht. Ach ja. Nicht gesportelt, ging einfach nicht, hat sich nicht gut angefühlt und ich höre ja auf meinen Körper. Und heute habe ich dafür 61 Minuten voll gemacht. Yay! Ach, ist es wenigstens kalorienmäßig gut. Wow, 600 Kalorien, mega. So, also gestern war definitiv nichts und heute 61 Minuten, 61 war dann, ah, verdammt, habe ich falsch gemalt. Huhu. So, wegwischen. 61 Minuten und ein Kreuzchen und natürlich auch wieder in diesem Modus. Ah, noch 3 Tage bis Ende der Woche. Oh, jetzt ist es weg. Aber, okay, einmal treten noch, damit wir die Zahl festhalten können, dass es 45 Minuten jetzt waren. Neben Freitagabend hier. Es ist schon dunkel. Es ist übrigens 23.39 Uhr. Ja, 5. So, jetzt natürlich auch ein Kreuzchen. 45 Minuten waren es heute nur. Was heißt nur, ne? Das ist eigentlich der Standard sozusagen. Tja, Wochenende und dann ist die Woche schon wieder vorbei. Mann, ging das jetzt schnell. Yay! Es geht wieder los. Heute nur 45 Minuten. So, Samstagabend. Oh Gott, oh Gott. Diesen wundervollen, ja, sonnigen Tag. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt laufen gehe, weil ich habe einfach, ja, heute irgendwie keinen Bock. Und irgendwie muss ich meinen Kreislauf hochbringen. Ja, deswegen habe ich mir jetzt hier was zu trinken geschnappt. Und laufe jetzt noch mal eine Runde bis 45. Ach, und dann gucken wir mal. Vielleicht geht es dann besser. Aber diese Montage, ne? Montage sind schrecklich. Ach, jetzt ist es. Ja, komm, noch einmal treten und dann ist es fertig. Es war eigentlich auch jetzt gar nicht so schwierig. Ich bin auch nüchtern. Okay, was heißt nüchtern? Ein Kaffee natürlich mit einem Löffelchen von diesem Kollagen und einen Schuss Mandelmilch. Aber ich sag jetzt mal, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie viel gegessen hätte oder so, sondern einfach, ja, was getrunken. Und ja, dann hätte ich. Morgen ist die Challenge vorbei. Wow. Ich habe gestern Pause gemacht übrigens. Ich hatte irgendwie keinen Bock. Wir hatten ja auch gestern diesen Ausflug gemacht, den ihr ja heute Morgen auf dem Kanal gesehen habt. Und
Ja, ansonsten, ja, wie die Challenge dann aussieht, also dass ich dann nochmal alles Revue passiere, das machen wir dann am Mittwoch, denke ich mal. Und in einem Video. Dann würde ich das morgen halt zusammenschneiden. Heute ist jetzt nicht so ein toller Tag irgendwie. Es ist richtig kalt. Ich bin so schlecht drauf. Es fällt mir so schwer zu laufen, obwohl es ja eigentlich der erste Tag jetzt der, ja, 39-Tage-Challenge ist. Deswegen laufe ich auch nur 30 Minuten. Jetzt gucken wir mal, vielleicht geht es heute Abend ein bisschen besser. Ja, aber jetzt ist halt, ich meine, was hat das jetzt gebracht? Kaum was.